Die Entwickler haben einen Gameplay-Stream zur zuvermieteten Erweiterung veröffentlicht. Und Spoiler, dieser war alles andere als gut. Gestern Abend wurde in einem weiteren Livestream das Gameplay, die Welt Tomorrowland, Baumodus und Cast der neuen zu vermietenden Erweiterung vorgestellt, welche bereits am 7. Dezember erscheinen wird. Los geht's im Cast. Hier gibt es wieder eine bunte Auswahl an verschiedensten Klamotten und Frisuren. Von zweiteren haben die Männer insgesamt 3 und Frauen 8 verschiedene Frisuren erhalten. Hier herrscht also wie so manchmal ein wenig Ungleichgewicht. Ansonsten hält der Cast keine besonderen Überraschungen bereit. Im Hintergrund seht ihr ebenfalls ein paar der neuen Sachen. Einige Klamotten haben wieder ein paar nette Muster und bunte Farben zu bieten. Die meisten der Objekte sind aber musterlos und auch in vielen eher dunkleren Farben erhältlich. Es wirkt ein bisschen so, als wären schon asiatische Einflüsse mit enthalten, die meisten der Klamotten sehen aber ziemlich europäisch aus. Einige der Objekte sind erst gesperrt, die dann nach und nach durch Spielen in der Welt freigeschaltet werden. Wie wir schon vorher wussten, gibt es 4 neue Bestreben und 5 verschiedene Merkmale, die ebenfalls kurz vorgestellt wurden. Beim Reisebestreben, welches exklusiv für ältere Sims ausgewählt werden kann, ist es ebenfalls möglich, dass dieses dem Sim beim Aufsteigen ins Seniorenalter im Live-Modus zugewiesen wird, begünstigt durch andere Merkmale. Als nächstes wurde der Baumodus näher beleuchtet, dessen Objekte ihr hier auch im Hintergrund seht. Das Tuk-Tuk ist leider nicht interagierbar, um euch direkt eure Vorfreude wieder kaputt zu machen. Dafür gibt es aber eine bunte Auswahl an verschiedensten neuen Möbeln, bei denen extrem viel mit Holz gearbeitet wurde. Jedes von diesen hat ungefähr 8 bis 10 verschiedene Farbalternativen. Tatsächlich sind die Möbel auch von der Gestaltung nicht sonderlich verrückt oder knallig, sondern ziemlich schlicht mit einfachen Formen. Diesmal wurde sich auch mit den Deko-Objekten etwas zurückgehalten, von denen es diesmal erstaunlich wenig gibt. Dafür können sich alle Zimmer, die das Sonnenterrassen-Accessoire-Pack eher verschmäht haben, über einen neuen Whirlpool freuen. Natürlich gibt es auch wieder eine Handvoll neuer Objekte, die im Vermieter-Kontext wie schimmlige Wandsticker verwendet werden. Diese sind dann für die heimische Wohnung eher weniger gut geeignet. Bevor wir zum Spannendsten, dem Gameplay kommen, bei Instant Gaming könnt ihr die Erweiterung für deutlich günstigere 34,26 € vorbestellen. Link zum Deal und meinem laufenden Gewinnspiel in der Beschreibung. Leider kann ich euch beim Gameplay des neuen Vermietens wenig Neues erzählen, da dieses quasi genauso funktioniert, wie ich es euch bereits in meinem Video zum Gameplay-Trailer erzählt habe. Erwähnenswert ist auf jeden Fall, dass ihr den Grundstückstyp Mietwohnung auswählen müsst und dann für die jeweiligen zugewiesenen Apartments die Möglichkeit habt, einzelne Grundstücksmerkmale und Herausforderungen zu setzen. Hier steht auch die neue Schimmel-Herausforderung bereit. Wenn diese nicht gesetzt ist, taucht auch kein Schimmel auf eurem Grundstück auf. Ansonsten gibt es noch eine, bei dem ihr Probleme beim Warten der Geräte in der Wohnung habt. Hierzu gibt es übrigens auch einen speziellen Tag in der Woche, bei dem ihr alle Geräte überprüfen sollt. Um alle Räume einer Einheit auf einmal zuzuweisen, gibt es in der Benutzeroberfläche auch einen eigenen Knopf. Normalerweise könnt ihr in einem Apartment ohne Cheats insgesamt 6 verschiedene Einheiten erstellen. Mit Cheat können es bis zu 99 sein. Dieses Limit gilt übrigens auch für den kompletten Spielstand mit allen Wohneinheiten. Kommen wir jetzt zur neuen Welt Tomorrowland, dessen Weltensymbol wahrscheinlich das schönste ist, was wir jemals hatten. Diese bietet 9 Grundstücke in insgesamt 2 Regionen, welche damit leider von der Größe eher der eines Gameplay-Packs entspricht. Vorgefertigt stehen 2 Mietwohnungen bereit, die auch bereits vermietet sind. Platz zum Bauen habt ihr auf diesen beiden leeren Grundstücken. Hier im Hintergrund seht ihr auch nochmal eine Übersicht aller Grundstücksgrößen, besonders für Baumodus-Freaks interessant. Über die neue Welt an sich lässt sich leider nicht viel Positives sagen. Es gibt einen Fischmarkt, der aber nur als Rabbit Hole funktioniert. Hinter dem botanischen Garten verbirgt sich ein normaler Park. Der Abendmarkt bietet allerlei neues Essen und kleinere neue Gegenstände, wie die aufsteigenden Lampions, welche an ungefähr 3 Ständen gekauft werden können. Die anderen sind leider nur Deko. Auch beim Tiergarten verschwinden die Sims im Dekogebäude und wir bekommen per Textnachricht erklärt, was gerade drin passiert. Quasi so wie auch schon im Dschungelabenteuer. Spannend ist aber, das Wasser in der Welt ist super weitläufig und kann auch weit beschwommen werden. Wenn ihr ans andere Ufer schwimmt, könnt ihr in der kleinen Höhle ebenfalls textbasierte Abenteuer erleben. Auch das Einbrechen in den Wohnungen wurde gezeigt. Nach dem erfolgreichen Einbrechen in die Tür könnt ihr in den Schränken herumschnüffeln und so kleinere Geheimnisse der anderen Sims aufdecken, welche dann in Form eines kleinen Textes im Profil des jeweiligen Sims im neuen Geheimnisse-Tab dargestellt werden. Als Vermieter finden bei manchen Grundstücken auch kleinere Notfälle statt, wie zum Beispiel ein Rohrbruch. Ihr werdet benachrichtigt, dass auf einem eurer Immobilien ein Problem aufgetaucht ist, reist dann über eure Immobilienübersicht unten rechts zur jeweiligen Problemwohnung und müsst dann eines der vorgegebenen Interaktionen
Mission erfolgreich abschließen. Falls eine Wohnung vom Schimmel befallen ist, der übrigens auch verschiedene Stufen und Ausprägungen hat, könnt ihr diesen beispielsweise durch ein Feuer entfernen, Anti-Schimmelmittel verwenden oder jemanden anrufen, der sich dann um das Problem kümmert. Im Stream wurden noch viele größere und kleinere Features gezeigt, zum Beispiel, dass man jetzt auch Wasser für Tee in der Mikrowelle erhitzen kann. Viele von diesen kannten wir aber bereits schon aus den letzten Entwickler-Trailern. Wenn euch meine Analyse gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. We'll be right back.